Herzlich willkommen! Ich erkläre dir nun alles, was du über das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze wissen musst. Das Skript mit vielen Beispielen findest du wie gewohnt auf meiner Homepage. Das Betriebsminimum ist jene Stückzahl Xmin, bei der die variablen Stückkosten minimal sind. Das heißt, bei der die variable Stückkostenfunktion k quer v von x ein Minimum hat. Wie beim Betriebsoptimum wird das Betriebsminimum auch in Mengeneinheiten angegeben. Die kurzfristige Preisuntergrenze gibt die variablen Stückkosten beim Betriebsminimum an. Einheit in Geldeinheiten pro Mengeneinheit. Wie wir bereits in der Definition herauslesen konnten, ist das Betriebsminimum die Stückzahl, bei der die variablen Stückkosten minimal sind. Das heißt, im Betriebsminimum erreicht das Verhältnis zwischen variablen Kosten und Produktionsmenge das günstigste Verhältnis. Die variablen Kosten sind hier pro Mengeneinheit am geringsten. Verkauft man eine Stückzahl zum Preis der kurzfristigen Preisuntergrenze, so werden nur die variablen Kosten gedeckt. Die Fixkosten werden nicht gedeckt und in Summe macht das Unternehmen Verlust. Warum könnte es trotzdem Sinn machen, ein Produkt zur kurzfristigen Preisuntergrenze zu verkaufen? Zum Beispiel, man möchte ein neues Produkt im Markt etablieren. Mit einem Sonderangebot könnte man die Aufmerksamkeit wecken. Oder man möchte Wettbewerber verdrängen, die mit einem solch niedrigen Preis nicht mithalten können. Dabei wird bewusst der Verlust der Fixkosten in Kauf genommen. Wie bestimmen wir nun das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens, grafische Bestimmung über den Funktionsgraph der Kostenfunktion k von x. Folgende Herangehensweise: Lege eine Gerade ausgehend von den Fixkosten so an den Graphen der Kostenfunktion, dass die Gerade den Graphen in genau einem Punkt berührt. Hier legen wir diese Gerade so an die Kostenfunktion, dass wir hier genau einen Berührungspunkt erhalten. Die Stelle des Berührungspunktes ist das Betriebsminimum xmin. Bedeutet, das Betriebsminimum beträgt in diesem Beispiel 4 Mengeneinheiten. Wir können auch das Betriebsminimum über den Funktionsgraph der variablen Kostenfunktion bestimmen. Dies funktioniert prinzipiell analog, nur dass wir die Gerade jetzt aus dem Ursprung an den Graphen legen und hier sehen wir erneut, dass das Betriebsminimum bei ca. 4 Mengeneinheiten liegt. Die kurzfristige Preisuntergrenze können wir aus dieser Grafik bestimmen. Dazu benötigen wir den Funktionswert der variablen Kostenfunktion. Dieser beträgt ca. 17,5 an der Stelle vom Betriebsminimum. Wie berechnen wir die kurzfristige Preisuntergrenze? Das ist ja die variable Stückzahl, also kv quer von 4. Und das ist ja kv von 4 durch 4. Diesen Funktionswert haben wir abgelesen. 17,5 durch 4. Und das sind dann ca. 4,375 Geldeinheiten pro Mengeneinheit. Grafische Bestimmung über den Funktionsgraph der variablen Stückkostenfunktion. Erinnern wir uns an die Definition zurück. Das Betriebsminimum ist die Stelle, bei der die variablen Stückkosten minimal sind. Wir benötigen den Tiefpunkt der variablen Stückkostenfunktion, die x-Koordinate ca. 2,5 entspricht dabei dem Betriebsminimum, Einheit in Mengeneinheiten.
Die Y-Koordinate entspricht der kurzfristigen Preisuntergrenze und das sind hier circa 6 Geldeinheiten pro Mengeneinheit. Kurzfristige Preisuntergrenze ist gleich 6. Zu guter Letzt noch die rechnerische Bestimmung über den Funktionsgraph der variablen Stückkostenfunktion. Wir haben gesehen, das Betriebsminimum ist das Minimum der variablen Stückkostenfunktion. Bestimmung der variablen Stückkostenfunktion. Wir erhalten 0,02x² minus 3,1x plus 170. Diese Funktion noch einmal ableiten, dann haben wir 0,04x minus 3,1. Wie bestimmen wir nun das Betriebsminimum? Indem wir diese Funktion, also die erste Ableitung 0 setzen, 0,04x minus 3,1 gleich 0. Wenn man das dann ausrechnet, erhalten wir für das x 77,5 Mengeneinheiten. Wie kontrollieren wir, ob es sich um ein Minimum handelt? Dazu setzen wir das Betriebsminimum in die zweite Ableitung ein. Die zweite Ableitung ist 0,04, ist konstant. Egal welche Zahl wir hier einsetzen, wir halten stets 0,04. Dies ist größer als 0. Somit handelt es sich auch hier bei dieser Extremstelle um ein Minimum. Zu guter Letzt noch die Ermittlung der kurzfristigen Preisuntergrenze. Dazu setzen wir das Betriebsminimum in die variable Stückkostenfunktion ein und berechnen hier diesen Funktionswert. Dabei erhalten wir 49,9 Geldeinheiten pro Mengeneinheiten. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ich konnte dir diese Thematik verständlich erklären. Ich würde mich über ein Like oder auch über einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bei einem weiteren Video. Bis dann!